Hallihallo liebe Marvel-Fans und damit recht herzlich willkommen zum letzten Video vor Avengers Endgame. Denn wir haben heute Sonntag, frohe Ostern übrigens, das ist mein kleines Ostergeschenk an euch, denn der Film kommt ja schon am Dienstag raus, beziehungsweise ich sehe ihn von Dienstag auf Mittwoch und Leute, ich kann euch sagen, ich war noch nie so gespannt auf einen Film. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch nochmal, bevor der Film tatsächlich rauskommt, haue ich nochmal ein paar Predictions raus, beziehungsweise eine kleine Analyse sogar der bisher geschehenen Ereignisse und versuche herauszufinden, ob Thanos in Avengers Endgame das Zeitliche segnen wird. Ja, wird der Mad Titan höchstpersönlich ins Gras beißen? Wird er denn sterben? Das ist heute die große Frage. Aber ich gehe da natürlich nicht einfach ran und sage jetzt, ja, Thanos stirbt, weil, sondern wir werden das Stück für Stück analysieren. Denn was gehört dazu, wenn man vielleicht auf dem Weg ist zu sterben, beziehungsweise da muss es ja erstmal eine Bedrohung geben. Und natürlich verkörpern diese Bedrohung in dem Fall die Avengers, denn das sind natürlich zwei Prinzipien, die da aufeinandertreffen. Auf der einen Seite haben wir Thanos, der halt die Dezimierung, wie es ja offiziell heißt, also der Schnipser, tatsächlich durchgeführt hat. Und auf der anderen Seite die Avengers, die jetzt versuchen, die restlichen Scherben wieder aufzusammeln und die Welt wieder, beziehungsweise das Universum, wieder gerade zu rücken. Und das ist natürlich keine Aufgabe, die ohne Opfer geschehen wird. Auf beiden Seiten vielleicht sogar. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn mit Thanos? Weil wir haben ihn ja schon in Avengers eingeführt bekommen und wissen seit jeher, dass er existiert und immer die Fäden im Hintergrund gezogen hat. Und wir hatten aber nie wirklich diese unmittelbare Nähe zu ihm, dass wir sagen können, okay, er könnte irgendwann mal sterben, beziehungsweise die Abschätzrate war da wirklich sehr gering. Und jetzt, muss ich sagen, ist es auch nicht viel leichter geworden, denn wir haben ja allein schon in Avengers Infinity War so viele Überraschungen bekommen, dass es mich nicht wundern würde, wenn Thanos hier sogar lebendig hinausgehen würde. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Analyse, denn was gehört dazu? Wie gesagt, eine Bedrohung. Und was fürchtet Thanos überhaupt? Ich meine, er besitzt alle Infinity-Steine. Eigentlich ist er jemand, der Durchsetzungsvermögen hat, der eine Vision hat und der sich wirklich in der Pflicht sieht, diese Vision zu erfüllen. Und das hat er in Avengers Infinity War dementsprechend geschafft, wie schon gesagt. Das Problem ist dabei nur, da ist er sicherlich nicht der Einzige, der solche Prinzipien verfolgt. Und wir haben sogar einen handfesten Beweis dafür, wer Thanos wirklich angeblich am meisten Angst macht. Und Leute, das ist niemand Geringeres als Tony Stark. Denn wir haben sogar in Avengers Infinity War ein Zitat von ihm bekommen, wo er klipp und, beziehungsweise aus einer Situation, in der wir klipp und klar ausmachen können, dass Thanos wirklich nicht sehr angetan ist von Tony Stark, beziehungsweise er hegt ja wirklich Respekt für ihn. Denn es gibt ja diese eine Szene, wo er ihm wirklich sagt, wo er ihn mit dem Namen anspricht und er sagt nur so, du kennst mich? Und dann sagt er, ja, tue ich. Und du bist nicht der Einzige, der mit Wissen verflucht ist. Und das war natürlich ein Spekulationsraum, wo sich viele gefragt haben, woher kennt Thanos jetzt überhaupt Tony Stark? Viele haben vermutet, dass es wirklich durch den Seelenstein ist, weil er dann natürlich mit allen Seelen des Universums verknüpft ist, auf eine Art und Weise. Und natürlich auch dann auch mit Tony Stark und könnte natürlich auch wissen, ja okay, was hat der so gemacht, beziehungsweise was macht Tony Stark aus? Aber das ist hier tatsächlich nicht der Fall, denn wie Joe Russo irgendwann mal verkündet hat, ist es tatsächlich so, dass Tony Stark Thanos der größte Dorn im Auge war. Und ich meine, die beiden haben tatsächlich eine sehr, sehr große Verbindung zueinander. Und das, da muss man ein bisschen tiefer kratzen, das sieht man nicht gleich auf der Oberfläche. Aber dass Thanos so einen Respekt für Stark hegt, das kommt nicht von ungefähr. Denn wir haben ja auf der anderen Seite, haben wir ja auch noch, wir haben Halbgötter, wir haben einen Thor, wir haben Captain Marvel irgendwo jetzt noch mit dabei. Und die bekommen von ihm halt nicht sowas, also nicht so eine Anerkennung, weil Tony Stark ist natürlich auf einer Basis, der ist ein Mensch und ist aber dahin gekommen, wo er ist, nur mit Hilfe seines Wissens. Und das ist unglaublich faszinierend und wirklich bemerkenswert. Und das weiß einfach Thanos zu schätzen. Beziehungsweise es geht aber auch darum, dass er natürlich auch in New York damals diese Atombombe in das Wurmloch verfrachtet hat und dann hat es natürlich einen großen Peng gegeben, der Thanos, glaube ich, schon ziemlich verärgert hat. Das hat er, glaube ich, nicht kommen sehen.
Und insofern war Tony Stark schon immer eine große Bedrohung für ihn. Und wenn man sich mal die beiden anguckt, dann sind die sogar sehr ähnlich. Es sind beides Visionäre, beide haben eine Vision, die sie verfolgen. Ein Ziel, eine Pflicht, in der sie sich sehen. Wie schon erwähnt, Thanos auf der einen Seite, dass er halt das Universum in Gleichgewicht halten will, so wie er es damals schon mit Titan getan hat und seiner eigenen Rasse, die er ja dann auch auf die Hälfte dezimiert hat, wie er so schön gesagt hat, willkürlicher Völkermord sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir Tony Stark, der natürlich auch versucht, die Erde zu beschützen. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich Ultron. Denn Ultron sollte, wie er sagt, ein Schutzwall für die gesamte Welt sein. Und das ging natürlich auch mächtig nach hinten los. Denn wie wir ja wissen, wurde Ultron zu einem Killerbot. Das ist ein Fakt, den sollte man nicht außer Acht lassen. Genauso sind die beiden auch beide Vaterrollen. Denn wir haben natürlich Thanos, der für Nebula und für Gamora schon irgendwie eine Vaterrolle eingenommen hat. Ich meine, er hat sie einfach ihren Völkern entrissen, aber auf der anderen Seite hat er sich halt schon um sie gekümmert, beziehungsweise er hat ja schon irgendwelche Gefühle für Gamora gehegt, wie wir ja in Avengers Infinity War gesehen haben, in dieser herzzerreißenden Szene, wo er dann seine eigene Tochter geopfert hat. Und auf der anderen Seite, Tony Stark hat selber keine Kinder, aber fühlt sich in der Pflicht tatsächlich auf Peter Parker aufzupassen. Denn wir haben natürlich in Avengers Infinity War auch, aber in Spider-Man Homecoming wurde natürlich eine besondere Bindung zwischen den beiden aufgebaut und Tony ist im Prinzip sein Vater. Also er nimmt wirklich eine Vaterrolle für Peter Parker ein und beide Thanos und Iron Man haben wirklich herbe Schläge einstecken müssen. Thanos, indem er wirklich seine eigene Tochter opfern musste, weil er sich in der Pflicht gesehen hat, und Tony, weil er halt Peter Parker verloren hat, obwohl er wirklich alles versucht hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der eben in Avengers Endgame tatsächlich noch das Genick brechen wird. Das habe ich ja schon mal in meinem Spekulationsvideo erwähnt, dahingehend, wer sterben könnte. Und ja, was soll ich sagen? Wenn wir auch mal in Age of Ultron zurückgehen, der Film ist ziemlich wichtig tatsächlich, wenn man mal so jetzt die letzten Ereignisse betrachtet, denn da hat Tony eigentlich schon ziemlich genau vorhergesagt, was passieren wird. Denn damals hat er ja gesagt, we're the Avengers. We can bust arms dealers all live long day, but that up there, that's the endgame. Damit hat er nicht nur den Titel vorhergesagt, sondern auch natürlich, dass Thanos kommt. Und was ziehen wir jetzt daraus? Thanos möchte Tony Stark beseitigen. Wird er das schaffen? Das ist natürlich die Frage. Beziehungsweise, wie wird sich das darauf auswirken? Wird Thanos tatsächlich durch Tony sterben? Weil Tony hat jetzt eine ziemliche Motivation, Thanos fertig zu machen. Genau wie viele andere auch. Aber Tony ist da, glaube ich, sehr motiviert und will Thanos wirklich tot sehen. Wird das tatsächlich Thanos Todesurteil sein? Vermutlich nicht, denn wie schon erwähnt, wird Tony sich, glaube ich, irgendwie für Spider-Man opfern oder irgendetwas in die Richtung. Das ist meine Vermutung, dass er zumindest irgendwen retten möchte oder retten kann, den er damals nicht retten konnte, als es bei Spider-Man soweit war. Und ich denke, das wird ihm tatsächlich im Endeffekt das Genick brechen. Daher glaube ich nicht, dass Tony das letzte Gesicht sein wird, das Thanos zu Gesicht bekommt. Aber wir haben natürlich auch ein paar andere Aspekte, die man da noch mit reinbeziehen kann, die darauf hindeuten könnten, dass Thanos am Ende stirbt. Denn wir haben ihn ja schon im ersten Avengers Endgame Trailer als Farmer gesehen. Und in den Comics wird Thanos zum Farmer, nachdem sein Gedächtnis nach den Events von Avengers Infinity War gelöscht wird, wird sein Gedächtnis gelöscht und dann wird er ein Farmer. Das heißt, er vergisst vollkommen, was mit ihm passiert ist. Er wird in die Zukunft geschickt und baut an, kann man so sagen, und lebt sein Leben als friedlicher Farmer weiter. Aus meiner Sicht der Dinge wäre das zu gefährlich, beziehungsweise wäre es vonnöten, sein Gedächtnis am Ende zu löschen? Ich denke nicht, denn wenn wir am Anfang schon sehen, da ja wir wissen ja, dass das definitiv nach Infinity War stattfinden wird, dass er Farmer ist und nicht erst am Ende von Avengers Endgame. Daher denke ich mal, ist das so ein Zeichen, dass sie das schon mal verbaut haben aus den Comics, aber das wird nicht das Ende von Thanos sein. Das heißt, er wird nicht als Farmer enden, das glaube ich nämlich nicht, denn es wäre auch viel zu gefährlich, sein Gedächtnis einfach nur zu löschen, denn eventuell in der Welt von Marvel ist sowieso alles möglich, man könnte das Gedächtnis sicherlich irgendwie zurückholen und dann wäre Thanos wieder eine Gefahr, möglicherweise. Das ist ein Ausgang, den man da schon mal ausschließen kann und da sieht es immer schlechter für ihn aus. Da fragt sich dann natürlich, wer wird ihn töten? Das ist eine Frage, die ist
wirklich fast schier unmöglich zu beantworten. Aber es wird wahrscheinlich jemand sein, der emotional irgendeine Verbindung zu ihm hat, beziehungsweise wo der Todesschlag auch einen Impact hätte. Das wäre zum Beispiel Thor oder Nebula. Das ist so mein Hint jetzt einfach, das ist mein Tipp. Thor oder Nebula, einer von den beiden. In den Comics bekommt Nebula sogar den Infinity Gauntlet an einer Stelle und ich meine, tötet Thanos dadurch sogar. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Das wäre natürlich ein krasses Ende. Oder Thor natürlich auf der anderen Seite. Er trifft den Kopf. aber nein, Spaß beiseite. Thor hat natürlich eine wirkliche heftige Vergangenheit mit Thanos, weil er natürlich seinen Bruder getötet hat. Und ja, nachdem er sein Volk abgeschlachtet hat und im Prinzip er sowieso schon jeden verloren hat. Das heißt, Thor hat einfach nichts mehr. Und dadurch hat er aber auch nichts mehr zu verlieren. Das macht Thor natürlich auch unglaublich gefährlich für Thanos. Da bin ich echt gespannt, wie sich das am Ende ausspielen wird, Leute. Ich bin ultra gespannt. Und am Ende bleibt auch einfach nur die Frage offen, ob Thanos überhaupt der einzige Threat sein wird, den wir in Avengers Endgame zu sehen bekommen. Das ist natürlich auch eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Denn wenn Marvel 1 gezeigt hat in den letzten Jahren, dass sie dermaßen bereit dazu sind, Überraschungen zu liefern. Deswegen würde mich das nicht wundern, gerade wenn wir jetzt betrachten, dass es um diesen Film Endgame eine so große Geheimniskrämerei gibt. Da bin ich einfach nur wirklich sehr gespannt und freue mich darauf, euch Mittwoch dann die Review zu geben. Das war jetzt hier das letzte Video davor und wir sehen uns dann am Mittwoch zur Review. Lasst euch wirklich von diesem Film mitreißen, Leute. Wir können dann in den Kommentaren diskutieren ohne Ende. Ich freue mich darauf und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Sagt mir gern, wie euch das gefallen hat, mit einem Daumen nach oben oder mit einem Daumen nach unten. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben und dann sehen wir uns am Mittwoch zur Review von Avengers Endgame, Leute. Excelsior!